Das ist einfach nur für euch gedacht, wenn ihr Lust habt, eure Solidarität mit den Friedensmahnwachen irgendwie auch im Alltag zu zeigen, dass ihr euch so einen Button irgendwo anheften könnt. Ihr findet die hier vorne zur freien Entnahme. Bitte nehmt es mit. Wir bitten nur um eine kleine Spende für den quasi Materialkosten, dass wir da damit zurechtkommen. Als nächstes bekommen wir den Newsflash von Tom zu hören. Viel Spaß. Danke, danke. Ja, Freunde, seit Ende April machen wir diese Demos. Was glaubt ihr? Ist die Welt friedlicher geworden in dieser Zeit oder nicht? Was glaubt ihr? Nein, richtig. Im Mai könnte man noch durch Palästina friedlich reisen. Meine Frau war doch dort als Archäologin, noch Papst war dort, also gleichzeitig mit meiner Frau. Ja, heute kannst du also ganz Palästina, ganz Israel vergessen. Ja, also es ist nicht besser geworden und das ist unsere Motivation. Wenn es schlecht ist, dann sollten wir dagegen protestieren. Das tun wir auch. Danke, danke euch allen. Ja, was ist passiert in der letzten Woche? Das weiche weibliche Herz von Angela. Ja, habt ihr den Seufzer gehört? Vorgestern, jawohl. Sie war in Kiew und sie hat versucht, den ukrainischen Präsidenten zu überzeugen, er soll Waffenstillstand anordnen für seine Kräfte. Sie hat das anscheinend ehrlich gemeint und bezahlt sollte es mit 500 Millionen Euro. Naja, der ukrainische Präsident war aber gerade ein bisschen in Schwung und der könnte vielleicht schon morgen alles gewinnen, die Separatisten aus dem Land werfen. Und er hat also nein gesagt, nein danke. Aber die Angela hat trotzdem diese 500 Millionen dort zurückgelassen. Ja? Also weiches Herz. Ja, ganz anders, unser Bubi Außenminister, den kennen wir alle richtig, der Kurz. Ja, wir haben ihn alle unterschätzt. Der hat sich im Interview für Frankfurter Allgemeine Zeitung auf einmal geäußert, ganz anders als Obama, ganz anders als andere europäische Häupter. Er hat gemeint, man sollte Russland einladen in diese Freihandelszone mit Ukraine. Also das heißt eine Freihandelszone von Lissabon bis nach Vladivostok. Und zweitens hat er gesagt, die Ukraine muss neutral werden. Ja, dann kann man Frieden schließen, auch mit Russland. Hallo. Also, ausnahmsweise habe ich Lob für einen österreichischen Politiker, für den kleinen Bubi. Außenminister. Ja, was war sonst in der Welt? Ice Bucket Challenge. Na, das ist natürlich das Allerbeste. Jeder kennt diese Eiskübel. Richtig? Da können sich die Prominenten wieder in den Medien sehen. Mit blöden Gesichtern, bis auf wenige Ausnahmen. Du kennst nicht Ice Bucket Challenge? Zur Strafe bekommst du Eiskübel. Ich kenne einen von meinen YouTube-Leuten, der das gemacht hat, aber ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ja, der hat das gemacht, weil er blöd ist und er will in die Zeitung kommen. Ja, okay, aber es gibt einen Vorschlag für die Fortsetzung, für eine neue Aktion. Nicht bitte Eis aus dem Kübel über den Kopf, sondern ganz im Gegenteil, heißes Wasser im Kübel und man setzt sich jetzt in dieses heiße Wasser, richtig, mit nacktem Popo. Ja, das ist der neue Hit, kommt nächste Woche. Und man muss sich dabei natürlich filmen mit einem Handy als Selfie. Das heißt, Handy wird ja in den Kübel in Wasser und man filmt sich von unten holen. Ne? Okay. Ja, der Krieg in der Ukraine geht weiter. Und
weil die Aufständischen sehr schlechte Propaganda für sich machen. Es gibt sämtliche Dokumente, sämtliche Nachrichten nur in russischer Sprache auf Internet. Und dann, beim besten Willen, weiß man nicht, was in den letzten zwei Tagen passiert ist. Es ist Folgendes passiert in der Ostukraine. Die bisherige Offensive der ukrainischen Armee und der sogenannten Freiwilligen, das sind wirklich Faschisten, also reinste Kultur, ist zu Ende gegangen gestern, und seit gestern gibt es eine klare Gegenoffensive Richtung Westen, Richtung Süden, und der Krieg geht also in die nächste Runde, und die wird nicht angenehm sein. Also, ja, Leute, was wollt ihr noch hören, außer Eiskübel? Gut, hoffen wir, dass in einer Woche die Welt etwas besser wird. Okay, danke euch.